Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werde ich euch wieder so ein bisschen berichten, was ich so die letzten Tage hier getrieben habe, an welchen Projekten ich gearbeitet habe, und bleibt unbedingt dran. Ich habe den ersten Prototyp von einer Maschine, kann man sagen, von einem, ja, von einem großen Werkzeug, wo jetzt die Planung läuft. Die steht hinten im Nebenraum, das werdet ihr später ein bisschen sehen. Aber in allererster Linie oder an allererster Stelle darf ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die eine Kontholz Holzfinish-Dose vorbestellt haben. Denn da hatten wir ja vor ungefähr 2 Wochen die Vorbestellaktion, und da seht ihr hier so ein bisschen, wie wir die Pakete verpackt haben. Und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mir ein bisschen Hilfe von der Mutti genommen habe. Und da haben wir das alles in so einer Fertigungsstraße dann verpackt, damit es halt eben einfach ein bisschen besser funktioniert. Dann ging es auch weiter mit dem Holzzuschnitt. Wir haben ja ein paar Hölzer in den Online-Shop reingenommen. Da habe ich hinten auch noch ein paar neue Exemplare liegen, weil die ganz gut von euch angenommen wurden und ich auch recht viel Feedback auch per E-Mail bekommen habe. Deswegen vielen lieben Dank. Aus dem Grund habe ich hier ein bisschen Holz zugeschnitten. Und was ist hier passiert? Ich war ein bisschen forsch, muss ich dazu sagen. Ich habe diese 65er Sippo-Blockware, die hatte ich ein bisschen zu schnell abgelenkt, und dann ist zum ersten Mal die Pendelsäge, die hat sich verkeilt. Aber ich war positiv überrascht, war gar nicht so schlimm. Ich habe sie schnell ausgemacht, dass der Motor keinen Schaden davon trägt, und den Fingern ist auch nichts passiert. Aber so sieht es aus, wenn eine Pendelsäge sich verhakt. Da sind wieder jede Menge Abschnitte angefallen, und die habe ich dann entsprechend zugesägt, damit sie halt eben in diese 3 Kilogramm Holzrestekiste passen oder jetzt auch neuerdings in die 15 Kilogramm Holzrestekisten. Und für euch ein Funfact: Wir haben 2 Paletten an Hölzern, die ich halt eben habe. Die haben wir jetzt entsprechend zugeschnitten für die Restholzkisten, weil das war einfach Holz, das habe ich jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren. Ich habe es nie wirklich verarbeitet. Da sind richtig geile Stücke dabei. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen was liegen, aber ich drehe euch mal rum. Aha, so schnell geht's. Da haben wir nämlich zum Beispiel solche Stücke dabei. Das hier ist nämlich eine Restholzkiste, die haben wir nochmal ausgepackt, weil wir ein bisschen zu wenig Kartonage hatten für ein anderes Produkt. Deswegen haben wir die nochmal ausgepackt. Das hier ist jetzt Eiche. Solche Stücke kommen dort auch rein. Was auch ganz geil ist, da war jetzt viel tropisches Zeug dabei. Das hier ist zum Beispiel Framia. Mir hat auch erst vor kurzem ein Kunde bei Instagram geschrieben, hat mich gefragt, hey, was ist das für Holz? Da habe ich geschrieben, ich bin mir nicht genau sicher, das könnte amerikanische Kirsche oder Kari sein. Da habe ich gesagt, schick mir bitte noch ein paar weitere Bilder durch, dass ich es besser sehen kann. Und dann konnte ich ihm sagen, hier, das ist amerikanische Kirsche. Also wir verarbeiten hier ja echt coole Hölzer, sei es mal eine sehr, sehr rustikale Eiche, eine amerikanische Kirsche, eine europäische Kirsche. Und da ist jetzt halt auch bald geplant, dass halt noch geilere Hölzer dazukommen, wie zum Beispiel so richtig schön dunkler amerikanischer Walnuss. Ist übrigens auch jetzt schon bei den aktuellen Restholzkisten eingepackt. Amerikanischer Walnuss und amerikanischer Ahorn. Dann war noch was richtig Schönes. Und zwar war der Herr Hecht von der Firma Adlerlacke. Das ist mein Außendienstler. Das ist mein Außendienstler. Der war bei mir. Da haben wir uns noch ein paar neue Öle angeschaut. Der hat mir mal genau gezeigt, wie und was, worauf man achten muss. Und das war sehr, sehr interessant. Und direkt einen Tag oder 2 Tage später habe ich das erlernte Wissen auch schon angewandt. Denn ich persönlich bin immer ein Freund davon, wenn man an irgendwas dran ist, dass man das halt auch schnell umsetzt. Weil alles, was irgendwie 3 Wochen im Kopf drin ist, ist spätestens in der 4. Woche weg. Deswegen habe ich in dem letzten YouTube-Video eine Eschenholzschale gedrechselt. Ich schnapp sie mir mal gerade. Da habe ich das Legno Color benutzt, habe das ein bisschen angemischt, damit es ein bisschen heller wird, weil das ein recht dunkler Ton war. Habe da so ein bisschen rumexperimentiert, und das ist auch ganz gut bei euch angekommen. Also das Feedback war recht schön. Da haben ein paar Leute geschrieben, hey, sie benutzen das auch oder sie wollen das mal ausprobieren. Und das hat mich ganz positiv gestimmt, denn die Verarbeitung, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt geht's so langsam los. Jetzt kommen wir zu dem Großprojekt, zu dem ersten Prototyp, der schon fertig, fast fertig in meiner Werkstatt steht. Und zwar geht es um das Thema Verleimen. Das ist so ein nie endendes Thema, weil ich halt eben hier meistens mit Massivholz arbeite und ich halt eben jede Menge Massivholzbretter immer verleime. Wer kennt es nicht? Man schnappt sich 2 Schraubzwingen, um das Ganze zu verpressen. Man schnappt sich 2 Zulagen aus Holz, damit das Brett gerade bleibt, und dann kann man ein Brett verleimen. Das ist so das ganz, ganz Erste, was ich am Anfang getan habe. Dann ist der nächste Schritt gekommen, dann sind die Rohrschraubzwingen dazugekommen, weil die halt eben diese Beilagen ersetzen, weil hier dieses Rohr das Holz gerade hält. Dann war es halt eben so, ich verleime ja immer noch sehr, sehr viel Holz. Die Stirnholzschneidebretter sind dazugekommen, und da war es halt eben relativ häufig da mittlerweile der Fall, dass ich hier diesen Zwingenwagen komplett verwendet habe. Davon habe ich 2 Stück, und wenn man dann große Bretter auf den Boden hebt, damit man das nächste verleimen kann, und man das mit allen Zwingen macht, dann geht das tatsächlich ein bisschen ins Kreuz. Es ist nicht so, dass ich da rumjammer, es ist einfach nur so, dass ich jetzt schon in 30 Jahren dran denke, falls ich das dann dort noch mache,
dass das halt nicht so ideal ist. Wenn man dann sagt, okay, man möchte mehr verleimen oder man möchte sich das Verleimen ein bisschen einfacher machen, dann ist meistens der nächste Schritt eine Rahmenpresse. Nur bei dem Thema Rahmenpresse habe ich mich tatsächlich irgendwann so ein bisschen quergestellt, weil ich mir gedacht habe, komm, die Dinger sind groß, wenn sie alt und, oder wenn sie gebraucht und älter sind und sie pneumatisch funktionieren, dann sind oftmals diese Druckluftschläuche undicht, da muss man dann immer wieder dran rumschrauben. Dann braucht man einen Kompressor, der Druck muss gehalten werden. Wenn das alles nicht mehr so richtig passt, dann verliert man den Druck und das ist alles nicht so optimal. Und der noch größere Nachteil, die größeren beiden Nachteile sind eben, dass die Stellfläche von so einer Rahmenpresse gigantisch ist. So, das, was ich gesehen habe, sind 4 Meter breite Rahmenpressen, die sind dann ungefähr 2,30 Meter hoch. Und das wäre ja alles gut und schön, wenn da jede Menge Presszylinder drauf sind. Aber normalerweise hat man bei so einer Rahmenpresse 3 bis maximal 5 senkrechte Pressen und dann einmal noch eine horizontale Presse, wenn man zum Beispiel einen Fensterrahmen baut. Wenn man Fensterrahmen baut, dann ist das wunderbar. Wenn man aber viel Leimholz herstellt, finde ich es nicht so ideal. Weil ihr habt dann halt eben einfach nur an 2 Stellen Möglichkeiten, um Bretter zu verleimen. Der nächste Nachteil habe ich schon angesprochen, das Ding steht immer an der Wand. Wenn man die Rahmenpresse nicht viel benutzt, dann wird es immer so sein, dass das Ding vollmüllt. Man muss viel wegräumen, also alles nicht so ideal. Deswegen habe ich mir da was überlegt. Ach, und wenn man das Ding neu kauft, sind sie auch gar nicht mal so günstig. Da fangen die so ungefähr bei 2.500-3.000 Euro an. Und damit wir das Ding halt eben bauen können, habe ich erstmal Rechteckprofile bestellt. Die sind zu mir geliefert worden, die habe ich vorformatiert, weil dann bin ich zum Stahlbauer gefahren und haben wir den ersten Prototypen gemeinsam angefangen zu bauen, um zu sehen, was halt eben noch verbessert werden muss. In der Metallwerkstatt angekommen, haben wir angefangen, alles zuzuschneiden. Während wir jetzt im Hintergrund die Rahmenpresse ja, langsam anfangen zusammenzusetzen, werde ich euch ein paar Infos geben, was ich mir dabei gedacht habe, warum die Rahmenpresse so geworden ist, wie sie halt eben ist. Also in erster Linie hat das Ding auch tatsächlich schon einen Namen. Das soll die Volkspresse werden. Denn diese Rahmenpresse soll nicht das brutalste Teil auf dem Markt sein, wo super viel Schnickschnack dran ist. Die Rahmenpresse soll in erster Linie gut und günstig sein. Das bedeutet, die soll universell einsetzbar sein, soll nicht nur für den Profibereich sein, die soll für jeden geeignet sein, der halt eben viel mit Massivholz arbeitet und deswegen darf die halt auch eben nicht zu teuer werden. Außerdem soll die Rahmenpresse nicht zu schwer werden, damit man so noch rumrollen kann, weil man soll beide Seiten nutzen können, weil bei einer Rahmenpresse hat man immer eine Seite, warum dann nicht noch die andere Seite nutzen, damit man halt eben möglichst viele verschiedene Massivholzarbeiten gleichzeitig verleimen kann. Ein großer Nachteil bei teuren bestehenden Rahmenpressen ist es auch meistens, dass diese senkrechten Pressen maximal teuer sind. Das soll so aufgebaut sein, dass ein Nachkauf von so einer Presseinheit, dass der nicht den Rahmen sprengt. Denn so eine Rahmenpresse soll wirklich mit den Projekten wachsen. Wenn man zum Beispiel einen Esstisch baut, soll das Ganze so sein, dass man im Idealfall 2 Esstische gleichzeitig auf dieser Rahmenpresse verleimen kann. Dann braucht man zum Beispiel 6 Pressen, damit das Ganze schön angepresst wird und halt eben der Druck ausgeübt wird. Dann setzt man noch 2 normale Schraubzwingen an die Enden, dann braucht man nicht so viele Pressen. Und wenn man davon 2, 3 Tische gebaut hat, dann hat sich diese Rahmenpresse quasi schon bezahlt gemacht. Wenn man dann sagt, okay, man hat einen Auftrag, bei der man maximal viele Schubladenfronten aus Massivholz herstellen muss, dann kann man sagen, okay, eine einzelne Presseinheit ist recht günstig im Zukauf, dann kann man jetzt für dieses Projekt explizit so eine Presseinheit nachkaufen, damit man halt eben die Rahmenpresse an die Projekte anpasst, damit im Idealfall halt eben das Geld direkt reinkommt, was dieses Bauteil gekostet hat. Meine Philosophie bei dieser Rahmenpresse ist, dass die so günstig wie möglich ist und so teuer wie nötig. Was bedeutet das? Bei der Rahmenpresse werden recht viele Köpfe involviert. Einfach mal für euch als Information, wir haben bis jetzt mal diesen Prototyp gebaut und anhand dessen können wir jetzt halt eben weitermachen. Ich werde jetzt bald jemanden bei mir haben, der wird eine Autodesk-technische Zeichnung davon erstellen, damit ich dann damit zu einer Firma gehen kann, die das Ding im Idealfall laserschneiden. Das sind jetzt alles Dinge, die muss ich noch erfragen, damit ich halt eben weiß, was das kostet und ich weiß, okay, ist das zu teuer, ist das machbar, sprengt das den Rahmen und so weiter und so fort. Wenn das Ganze geschnitten ist, muss es wiederum zum Stahlbauer, der muss das Ganze verschweißen. Und natürlich ist auf blankem Stahl Eichenholz zu verpressen super blöd, deswegen muss das dann noch zum Pulvern. Wir würden das gerne in einem Maschinengrün pulvern, aber auch da werde ich bald dann erst noch die Preise erfragen. Und wenn das dann halt eben gepulvert ist, muss dann noch der Spediteur hinzugezogen werden, weil das Ding ist ungefähr 1,60 Meter lang und knapp 80 cm breit. Für eine Rahmenpresse, wo man 2 Meter mal 1 Meter Esstischplatten drauf verleimen kann, ist das
super, super, super klein. Das bedeutet, wir haben meinen Kopf, den Kopf vom Zeichner, den Kopf von dem Laserschneidmenschen, den Kopf von dem, ja, von dem Stahlbauer, der das Ganze schweißt. Und da sind im Prinzip vier Parteien involviert. Das ist auch für mich was ganz Neues, dass man so große Projekte mit mehreren Leuten halt eben realisiert. Da bin ich noch ein bisschen gespannt. Und unser Preis oder der Preis, wo ich mir jetzt so ein bisschen zusammengemalt habe. Und Leute, bitte, 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 nehmt mich da jetzt nicht aufs Korn, wenn der Preis nicht exakt passt. Das ist sowieso so ein Projekt, wenn das Ding zu teuer wird, machen wir es nicht. Meine Preisvorstellung für diese Rahmenpresse ist 1000 bis 1500 Euro inklusive Mehrwertsteuer plus Fracht. Die Fracht wird ungefähr bei 150 Euro per Palettenspedition liegen. Das heißt, das Ding wird irgendwo zwischen 1000 und 1650 inklusive Frachtkosten. Wenn da jetzt ein Schreiner dabei ist oder wenn da jemand dabei ist, der sagt, so ein Ding ist auf jeden Fall interessant für mich, wenn ich halt zum Beispiel viel Leimholz herstelle, dann würde ich euch mal meine Kontakt-E-Mail-Adresse in die Beschreibung packen. Denn auch für mich ist so ein Projekt nicht einfach zu stemmen, einfach auch wegen der Vorfinanzierung von diesen ganzen Rahmenpressen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal eine E-Mail schreibt. Dann haben wir ein paar Leute, die so ein Ding wollen. Und dann kann ich besser abschätzen, ob ich der Einzige bin, der sowas will oder ob es halt eben noch andere gibt, die halt dafür eben Verwendung hätten. Ich gebe euch gleich ein paar Einblicke auf die Rahmenpresse. Ich zeige euch aber erstmal, was ich damit, ja, recht fix verleimt habe. Denn das ist auch ein Produkt, was neu in den Onlineshop reinkommen wird. Und zwar sind das Bastelhölzer aus richtig geilen Hölzern, amerikanische Kirsche. Und rustikale Eiche haben wir dann jetzt derzeit als erstes. Das ist nur Wasser, dass man sieht, wie die Farbe rauskommt, wenn es geölt ist. Das hier ist die amerikanische Kirsche. Das sind 35 x 50 cm x 18 mm dicke Bretter, die dann jetzt auch im Onlineshop schon sein werden. Außerdem haben wir hier noch ein bisschen Eiche. Wie gesagt, die ist jetzt sehr, sehr rustikal. Das hier wird auch wohl ein Sonderposten, weil ich hier Blockware hatte, die sehr, sehr rustikal halt eben war. Und das hier ist der erste Prototyp der fast fertigen Rahmenpresse, die ich jetzt schon bei ein paar Brettern benutzt habe. Ihr seht hier die Bretter, die ich hier grob verleimt habe. Das sind jede Menge. Mit dem jetzigen Setup kann ich auf einen Schlag 6 Bretter verleimen. Hätte ich jetzt einen weiteren Presszylinder, weil es ein Prototyp ist, habe ich jetzt derzeit nur 7. Dann könnte ich jetzt auch hier direkt schon 8 Bretter dran verleimen. Und wenn ich dann noch 4 weitere Presszylinder hätte, dann könnte ich 12 Bretter auf einmal hier dran verleimen, ohne wirklich viel Arbeit. Das Ganze kann man in einer schönen ergonomischen Höhe machen. Hier die unteren Auflagen sind ganz einfach höhenverstellbar. Als Druckmittel benutzen wir hier einen normalen Wagenheber tatsächlich. Das ist auch gang und gäbe bei anderen Rahmenpressen. Und der Vorteil ist halt eben, ihr braucht keinen Stromanschluss, wenn das Ganze hydraulisch per Motor angetrieben wird. Das hier könnt ihr einfach nehmen. Ihr schraubt das Ganze hier auf. Ihr könnt das Ganze nach oben schieben, schließt den Zylinder wieder und könnt dann schon das nächste Brett wieder pressen. Ihr seht auch, dass ich hier normale Andrückhilfen benutze. Einfach weil das Ding so gebaut ist, dass man hier theoretisch diese angesprochenen 12 Bretter verpressen kann. Und wenn man 6 von diesen Niederhaltern hat, wird das auch nochmal ein bisschen teuer. Deswegen lassen wir das am Anfang mal weg, weil mit so einem verzinkten Rohr oder mit einem normalen Holzkantel kann man das hier wunderbar und sehr, sehr schnell an die Andrückhilfe halt eben dran pressen. Ihr seht, das Ganze ist nicht sonderlich groß, 1,60 Meter lang, ungefähr 1,60 Meter hoch und knappe 80 cm tief. Also ohne die Anpressen hier ist das Ding auch nur 70 bzw. 75 cm tief. Und so ist es halt eben auch möglich, dass hier dieses komplette, dass das komplette Teil schön mobil ist. Wenn halt eben in einer Werkstatt arbeitet, wo kein Platz außen rum ist, dann könnt das ganz einfach drehen. Designt habe ich das Ganze so mit 7 Presszylindern, dass man hier erstmal 2 Reihen an und für sich hat, auf denen man halt eben einzelne Leimholzplatten herstellen kann. Und hinten sind nochmal 3 Presszylinder. Wenn man zum Beispiel sagt, dass man eine 2 Meter lange Tischplatte verleimt, dann hat man 3 Auflagen. Und was hier halt eben übersteht, kann man mit einer normalen Schraubzwinge oder mit einer Rohrzwinge ganz einfach sichern. Denn dadurch, dass wir links und rechts im Prinzip keinen Anschlag haben, können wir darüber hinaus ganz einfach spannen. Das hier sind jetzt 2 Meter und ihr seht, dass wir links ja ein paar 20 cm überstehen und rechts halt eben auch. Und das war halt eben der Gedanke. 2 mal 1 Meter ist ein typisches Esstischmaß. Wenn man länger spannt, kann man das auch ruhig noch ein bisschen überstehen lassen. Dann hängt man halt eben einfach noch eine Andrücklage dran. Aber man hat halt eben Möglichkeit, länger zu spannen, als diese Maschine groß ist. Und vor allen Dingen frisst sie halt eben nicht so viel Platz in der Zeit, wo man diese Rahmenpresse halt eben doch nicht benutzt. Hier seht ihr auch nochmal ein paar Eichenhölzer, die ich festgespannt habe. Und was soll ich sagen, ich werde das Ding auch heute nochmal benutzen und das ist ein absoluter Genuss. Daneben haben wir noch einen neuen Lieferanten gefunden für Leimkratzer.
Den habe ich auch direkt hier oben auf der Rahmenpresse, denn dadurch, dass wir hier im Prinzip alles an der Oberfläche sehen und hier in der Mitte nicht unbedingt noch eine normale Schraubzwinge brauchen, können wir das Ganze nach ungefähr einer, 20 Minuten können wir da den Leim schon abkratzen. Dann ist er auch sehr, sehr weich. Und das Ganze kann man halt eben machen, ohne dass hier dieses Brett rumrutscht. Man kann das in einer ergonomischen Arbeitshöhe tun. Und das sind im Prinzip so diese ganzen Kleinigkeiten, die mir jedes Mal auf die Nerven gingen, als ich halt eben Bretter verleimt habe. Was soll ich sagen? Ich bin total happy. Ich benutze jetzt diesen Prototypen schon maximal gerne. Eine Kleinigkeit werden wir noch ein bisschen abändern. Und zwar sind das unten die Auflagen. Es funktioniert wunderbar, aber da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Und deswegen der Prototyp. Ihr seht auch hier schon, dass ich alles vorbereitet habe, dass ich hier optimal Dinge verleimen kann. Hier habe ich nämlich jetzt meine Farbrolle mit Leim dran, dass ich direkt loslegen kann und direkt Leimholz herstellen kann, wann immer die Presse wieder frei ist. Im Moment ist es ja schön warm, dann lasse ich die Bretter hier eine halbe Stunde bis eine Stunde in der Presse, dann können die nächsten rein. Die ich dann ausgespannt habe, die kommen dann einfach auf eine Bank, dass sie halt eben fertig aushärten können, damit sie dann nach 3-4 Stunden verarbeitet werden können. Leute, ich bin ein kleines Unternehmen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, falls Interesse besteht, dass ihr euch einmal bei mir meldet, dass ich das einfach ein bisschen abschätzen kann, ob da halt eben Interesse besteht oder halt eben nicht. Das hier ist so ein Herzensprojekt, weil ich das Teil jetzt schon mega feier und ich es jetzt schon echt sehr, sehr oft benutzt habe. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach kurz Feedback per E-Mail da lasst, falls halt eben Interesse besteht. Danke, dass ihr so lange am Video dran gewesen seid. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Sommerferien. Das sind Sommerferien. Schöne Sommerferien. Ciao.